Congrats, kid. You have your first passport. Taco, Huff. So, jetzt müsste es, glaube ich, langsam. Das kommt langsam Zeit für. Gut, wir müssen noch ein Obdachlosencamp machen und hier ein paar. Tja, wir müssen echt nur noch zwei Beste besiegen. Also das in Kanada, das machen wir halt in Kanada. Die Penismaus ist, glaube ich. Oh, wo ist die Penismaus? Müssen wir noch gucken. Das machen wir später, nachdem wir. Also das mit den fertigen Kindern, das machen wir, nachdem wir in Kanada waren. Ob das so ein Problem war, mal gucken. Also jetzt erstmal nach Kanada. Ist einfach die. Ist einfach eine geile Mission. Und nach Kanada kommt man einfach nur, weil, wenn man nach Norden will. Also immer weiter nach Norden. Ja, hier an der Kuh vorbei. Achtung! Achtung! Maybe we should just stay put and wait for someone to rescue us. Nein, immer weiter nach Norden. Ich kenne den Weg. Weiter. Wir haben es geschafft. Moment. Nimmst du erstmal den vorbei? Stop, ey. No, you see? No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I'll do it. Hold on. There we go. Wir haben es geschafft. Was das? Wir haben es geschafft. Schade, ich dachte, man sieht noch, wie der das Pass sozusagen, was man das Bild vom Pass sieht und dann den Hasselhoff sieht. Ich dachte, vielleicht sieht man das aber. Ja, egal. Halt! None shall cross into Canada without. Oh, never mind, I've seen your passport. Genau. Ich glaube, hier ist nichts mehr versteckt. Ja, komm, gehen wir rein. Ah, oh, Kanada. So, jetzt kommt's. Ta-da. Tada! Tja, das ist Kanada, Leute. Einfach die kanadische Version als die Mario-Version, ne? You're not from around here, are you? Best stay here in town. Those direwolves can rip your anus apart in mere seconds. Oh, das ist nicht schön. Woo! Who the fuck just walks into someone's house? Oh, ich hatte damals das noch nicht alles geguckt. Also ich war zwar in Kanada, aber nicht alles gesehen. Also das war neu, dass ich da hoch kann. Also für mich war es neu. Ja, da denkt man immer wieder was Neues. So. Kanadischer Edelstein. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? So, und wir brauchen. Genau, kanadisches Geld, das war's. Damals war das noch stark, aber meine Waffe, also. vor meiner Katana wäre das echt noch eine starke Waffe gewesen, aber jetzt, ja. Oh, das brauche ich keine Gummiwaffe. Warte. Ah, Angriff gegen bis zu 100 Rüstung oder. Oder 52 Schaden. Das ist die Frage: 100 Rüstung ignorieren oder 52 Schaden machen? Das ist jetzt. Das ist jetzt echt knifflig.
Was ist besser? Das kenne ich gar nicht. Ich weiß ja. Ich guck's mir einfach mal an. Ottawa is the capital of all Canada. Welcome to the Bank of Canada. Oho, American money. The current exchange rate is 1.24 to the dollar. So. Oh, ich hatte sowieso schon richtig. Nee, 51 kanadische Dollar reicht für das erste. Welcome to the Ottawa Clinic. Are you here for an HIV test? I can heal you for 5 Canadian dollars. Come back whenever you need healing or another HIV test. Warte. Talking to the prince is the best part of the tour, or the candelabras, depending on where you're into. Sorry, guy, I'm on duty. Oh, da haben wir das verpixelte Scherbe. Fällt nicht auf. Oh, da haben wir das. It's a self-guided tour. You're gonna have to figure it out on your own. Ist ja voll mies. All hail the Prince and Princess of Canada! Hail, yeah! Oh, yeah. The audio tour is narrated by Brian Adams. Sorry, guy, I'm on duty. I'm on duty. Okay, bevor ich mit dem Typen mal rede. Talking to the prince is the best part of the tour, or the candelabras, depending on what you're into. The castle isn't just a gift shop, you know. It's also home to our royal family. Okay, da kommen wir erst später durch. The audio tour is narrated by Brian Adams. Aber mit dem einen Typ habe ich noch nicht geredet. Mach ich noch. Sorry, Gare. I'm on duty. Okay. Well, well, what have we here? A hero from the south? Not just anyone can pass the guard at the great border. You must have beaten the odds and obtained a passport. I am the Prince of Canada, and this is my lovely wife. How can I help you? What's this? Sorry, but I don't know what this says. I've seen this language before, but I believe it's only spoken in a specific part of Canada. I suggest you travel west of here and seek out the Earl of Winnipeg. He can tell you where in Canada they speak this freakish tongue. But I warn you, the wilderness of Canada is filled with dire wolves. You know what dire wolves are, right? They're like wolves, but they're dire. Oh my god. Auf nach Norden. Na, na. Ach so. Hä? Ach, jetzt kann ich nur durch diesen Eingang, durch diesen Ausgang. Hold it right there! Here are your photos with the prince and princess. Would you like 2 8x10s or 6 5x7s? Boah. Das ist die Frage. 5 7er oder 8 10er? Ich lieb echt lieber Größe. Alright, there you go. You can exit right through there. Oh, I would have picked 8x10s. Ich hab Souvenirfotos. If you need to get from Ottawa to Winnipeg, just follow the road. Okay, es gibt nur eine Straße in Kanada. Wie wir alle wissen. Und das ist sie. We didn't send you straight to heck! Da ist die brennende kanadische Spinne. So,
Was hat die denn für... Immun gegen Magie und schwach gegen Heiliges. Okay, ich werde keine Magie benutzen. Ich werde... ja. Tod der tausend Schnitte! Oh Gott, komm, ich weiß noch, wie das geht. Ja! Gegen Hoff hast du nichts zu melden. By the hammer of bitters! Oh, I'm sorry. Oh Gott. What? Ach ja. Sie hat ja 800 Rüstung, ey. Viel zu krass. Let's see how you like dealing with me. Deswegen macht es ja auch gar keinen Sinn, dass Angriffe ignorieren bis zu 100 Angriffe, weil... Angriff durch bis zu 100 Rüstung macht ja irgendwie keinen Sinn hier. Ja, einfach viel zu krass ist. Another victory for the good game! Geil. Verringerte MP-Kosten, das ist geil. So, Barbarenhandschuhe. Oh ja. Okay, aber ich soll das. Ich darf mir keine IV geben. Oh, shit. Catch a break? Schwach gegen Feuer, okay. Ah, nur noch 15 MP. Okay. Greifen wir wieder an! Ah, mal im Spiel. Ich will erstmal zu dem Typen von Winnipeg. Ui. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. Welcome to Winnipeg. This is a conservative township, so mind your P's and Q's. But with all these diapads, man. Do whatever you want with your T's and M's, however. You know what Winnipeg is known for? Neither do we. Welcome to the shop. Can I interest you in my wares? Geflammter Degen, klar. My wife's a lumberjack too. Sex is part of a woman is a big set of shoulders. Klar. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear is, right? It's like a bear, but it's dire. Alles ist bei denen irgendwie düster. They say that two Canadian monks live on a secluded island in the middle of Vancouver. Ooh. This poor citizen was killed by a dire bear. You know what a dire bear Sorry, is, buddy, right? But there's dire bears like up bear, there. But it's dire. You know what a dire bear is, right? Sorry, buddy, but there's dire bears up there. You know what a dire bear is, right?
Okay. Mach ich später. Also auf Dauer geht die Musik echt auf den Nerven. Ah, yes. This writing is definitely Canadian. But why should I help a foreigner when Winnipeg is completely overrun with dire bears? Tell you what, kill off all the dire bears in the north of town and I'll help you however I can. So, jetzt dürfen wir schon die Bären da töten. Leider sterben. Es tut mir leid. Nein! Einen habe ich irgendwie verkackt. Kann ja mal vorkommen. Und ich darf nochmal angreifen. Kalkuliert mit Butters. By Jove, you've done it! Look at all these dire bear pelts! Now I can finally make a dire robe! Alright, give me that document. Yes. This is actually written in the language of Eastern Canadian. The Minister of Montreal can translate it. But I'm afraid the Prince has imprisoned the Minister of Montreal in the caverns of Quebec. I will speak with the Prince. Return to him, and he should let you speak with the Minister. Boy, oh boy, I will have the most dire robe in all of Canada. There you are. I understand you wish me to release the Minister of Montreal. I'd like to help you, but I think this might be another ploy by the Bishop of Banff to have Montreal allowed back into the kingdom. Some Canadians think our nation should be united again, my lord. Shut up! Who the fuck are you? Listen, it's all because the Bishop of Banff is a liberal. He does these things just to make life difficult for me. I must ask you to perform another noble quest. Go to Banff and kill the bishop. Kill the Bishop of Banff? Shh, you, shh. Kill the Bishop of Banff for me and bring me his balls as proof. Do this and I shall allow you into the catacombs of Quebec. Make haste! Thank you.
Kaum ist Duschberg in Kanada angekommen, schon wird er in einen Mordkomplott verstrickt. Was wird ihm selbst noch alles durchstehen müssen, bis er endlich das Dokument übersetzt bekommt? Wird ihn vielleicht vor ein düster Wolf oder Bär umbringen oder schlimmer, mit AIDS spitzeln? Oder kommt ihm die Hintergrundmusik zuvor? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth in der Kanada-Edition. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht, oder schreibt vernünftige Kritik. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!